So, moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner intergalaktischen Reise hier in The Planet Crafter. Und auf den Wunsch von JKRM bin ich nochmal hier hingegangen zu den Sandfällen. Und ja, ich weiß, dass hier Superlegierung liegt. Das habe ich beim letzten Mal auch wohl schon gesehen. Aber A, war ich eh schon vollgepackt. Und B, hatte ich da zu der Zeit gar nicht drauf abgesehen. Jetzt hatte ich hier gerade tatsächlich die Höhle entdeckt, von der geredet wurde. Und jetzt habe ich sie wieder versemmelt, ne? Ja, ja. Nee, aber hier vorne war die irgendwo. Hier irgendwo muss sie gewesen sein. Die finden wir wohl wieder. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. So. Und dann muss da hier jetzt irgendwo kommen. Hier, genau. Hier gab es nochmal eine schöne Osmiumhöhle. Und Schwefel, weil ich jetzt gerade auch mal alles ganz gerne mitnehme. So. Ist hier auch noch weiter? Ne. So, hier ist auch nochmal eine coole Höhle. Ja, die merken wir uns auf jeden Fall. Mal schön gucken, aber ein bisschen können wir noch mitnehmen. Aber wir haben auch im Moment so viel Osmium. Ich würde da heute noch mal einen Geo-Extraktor bauen. Aber was ich gehört habe, ist, dass hier irgendwo eine goldene Kiste rumstehen soll. Und die habe ich noch nicht gefunden. Oh ja, Dünger nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Blume ist auch gut. Oh. Oh. Oh shit. Nein. Das habe ich kurz mal nicht drauf geachtet. Jetzt gehen wir drauf. Wetten. Ah, ein paar Sekündchen noch. Komm, hier hast du noch, Junge. Oh, ho, 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 ho. Aber wirklich auf den allerletzten Meter hier. Mein Gott. So, dann kannst du das schon mal trinken. So, hier soll bei den Sandfällen eigentlich auch noch eine goldene Kiste stehen. Und die habe ich nicht gefunden. Dann habe ich aber auch nur zufällig mitgekriegt. Und ja, Montag kam ein Update sogar raus hier. Es gibt wohl neue Höhlen, ein neues Biom, einen Krater oder so. Und deswegen, wegen der goldenen Kiste, würde ich nochmal gerne hier oben so ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finden wir die ja noch. Wenn sie denn wirklich hier ist. Hier sieht man aber auch kaum die Hand vor Augen, ne? Oh, aber die Farben sind schon cool gemacht hier, ne? Mit dem Blau und dem Rot. Und dem Gelb sowieso. Hat schon irgendwie was. Ah, hier geht's auch wieder nicht weiter. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht auch in der Höhle. Ich weiß es nicht. So, hiervon nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar mit. Ja. Die kann ich nämlich im Moment sehr gut gebrauchen. Die brauche ich nämlich recht häufig momentan. So. Ne. Hier finde ich keine goldene Kiste. Hm. Vielleicht habe ich auch was Falsches gehört. Ja, und ich weiß, hier in den Schwefel liegt auch Aluminium, aber das hatte ich beim letzten Mal auch schon entdeckt. Aber wie gesagt, da war ich ja vollgepackt. Da konnte ich so viel gar nicht mehr mitschleppen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt bin. Irgendwo muss das doch hier jetzt wieder rausgehen. In die Iridiumhöhle. Das müssen wir gleich nochmal eben, da ist es. Da ist das Löchchen. Ja, siehst du. So, nimm noch mal hiervon ein bisschen was mit. Ah, nee, nimmst du nicht. Inventar voll.
Ah, der Rucksack wird auch langsam schon zu klein, du. So, wo ist die Hütte? Da. So. Ja, dann gucken wir jetzt mal. Den Geo-Extraktor 2 kann ich, glaube ich, noch nicht bauen, ne? Ich fliege jetzt erstmal rüber, lade uns wieder aus. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Blumensteuer an den Start kriegen, dass wir noch eine Biomasse-Rakete nach oben schießen. Da hatte ich wohl Bock drauf. Ja, und dann wollte ich noch mal ein paar Vierer-Bohrer aufbauen. Die haben wir uns ja jetzt auch freigeschaltet. Da noch mal ein paar nach hier hinten raus hinkriegen. Dann kommen wir auch schon wieder ein ganzes Stück voran. So, sammel mal alle. Ach so, sammel mal erstmal alles. Mach mal erstmal alles leer. Hatte ich ja auch nicht mitgenommen. Dann den da erstmal. Weil wir haben jetzt echt eine Menge Superlegierung hier. Naja. Nicht ausreichend, ganz klar. So, Uran müsste die gewesen sein. Genau, da hatte ich ja sonst auch das Schwefel drin gebunkert. Das Osmium nehme ich gleich wieder raus. Das Schwefel und den Plastik. So, was habe ich gesagt? Osmium wieder raus. Oh. Alu haben wir hier. Jetzt sind wieder schöne neue Rohstoffe an Start. So, Osmium ist voll. Das ist voll. Oh, wir können schon wieder eine neue Kiste bauen, ey. Krasse Sache. Drei Eisen. Da ist Eisen. Eins, zwei, drei. Das sind ganz gute Einschläge, ne? Da, bumm. Oh, ey, hier geht's richtig ab. Hauptsache, die machen uns nicht irgendwann mal was kaputt, ey. So, genau. Hier wollte ich den Schrank hinstellen, ne? So, der sieht doch richtig rum aus, oder? Ja. Ja, pack erstmal alles Mögliche hier rein, ne? Ist ja eh alles voll. So, jetzt sammeln wir mal die ganzen Auberginen und gucken mal, wie viel Dünger wir damit machen können. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so für Dünger brauchte. Ich glaube auf jeden Fall Schwefel. Aubergine, ey, geht hier jetzt echt gut weg. Da brauchen wir auch bestimmt noch mehr Nahrungszüchter. Es sind noch zu wenig, ne? Ja. Ich schätze mal. Hör mal, jetzt habe ich irgendwo eine vergessen. So, da ist drin, da ist drin, da ist drin, da ist drin. Da ist drin. Da hinten ist ein Pilz. Welchen habe ich denn vergessen? Den hier. Ah. Siehst du wohl. So, jetzt sind wir ein bisschen Schwefel mit hier. Was wir an Krams hier haben, ne? Ist Wahnsinn. So, ein bisschen mehr Dünger hätte ich auch schon. Hier raus. Biolabor. Dünger. Algen brauchen wir auch noch. Okay, kein Problem haben wir da. Zur Not können wir, glaube ich, auch ganz schnell welche sammeln. Aber was brauchten wir denn für so einen Blumenstreuer T2? Zwei Dünger, zwei Superlegierung, zwei Wasser. Also machen wir noch mal vier Dünger, dann können wir vier, ach Quatsch, acht Dünger. Acht Dünger können wir vier Stück aufbauen. Sechs Dünger muss ich noch haben. Gut, sechs Dünger. Keine Ahnung, ob ich die jetzt hinkriege. Ich glaube, dafür habe ich noch nicht genug Auberginen am Start. So, ein Dünger. Zwei. Drei. Vier.
Siehst du? Da fehlen die Auberginen. Aber 4, 6, dann können wir immerhin 3 Blumensteuer bauen, ne? Wo will ich denn jetzt hin? Hier, dann hatte ich hier Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, einen Dünger habe ich hier. Das wollte ich hier dann reinschmeißen. Nix. Hier wollte ich die Algen nochmal hin tun. Da muss auch schon wieder aufräumen alles, ne? Ein bisschen sortieren. Hier war noch ein Dünger. Haben wir 2, 4, 6 Dünger, 6 Wasser. Und was brauchte ich noch? Und 6-mal Superlegierung. Ja. Die sollte ich eigentlich haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Und dann brauchte ich Blumen. Die Blumensamen, ne? 3 Stück. Wir haben bestimmt noch eine von den weißen Blumen, oder? Hier bestimmt. Was? Hier? Ne, wo hatte ich die denn jetzt zwischengelagert? Hatte ich die nicht hier mit drinne doch? So, aber nimm eine von den blauen noch mit, ne? Damit schöner auf. Ein bisschen bunt verteilen hier alles. So, und dann können wir in die Richtung noch ein paar Blümchen verstreuen. So, einmal. So, so. Dann habe ich hier bei dem Bohrer nochmal. Guck mal, wie schön grün das da hinten alles schon wird, ey. Geil. So, Warnung. Dehydration. Ah, was trinken müsste ich auch. Hat einen Schwachsinn, ne? So. Hier machen wir die blaue hin. Gut. Dann gehen wir nochmal hier so mittig rein. Plus was zu dem See darüber hangeln. So. Noch reicht der Strom. Wundert mich. Essen kannst du ja schon mal. Trinken kriegen wir auf jeden Fall. Sehr schön hier, ne? So. Könnte ich noch mal ein paar Algen sammeln, dann kann ich diesen einen Schrank da Osmium rausmachen. Da, guck mal hier. Und Algen rein. Und das Osmium dann in den anderen Schrank. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Ordnung drin. Ja. Ich habe nicht unbedingt den inneren Monk für mich gepachtet, aber ein bisschen Ordnung finde ich auch ganz gut. So, dann nehme ich hier mal das Osmium raus. Nimm hier mal alles raus. Und pack hier mal Algen rein. So. Und dann pack das Osmium hier hin. Die Algen da raus. Zack, zack, zack. Die Algen wieder hier mit rein. Jetzt such mal überall Osmium und Algen zusammen, dass wir hier mal ein bisschen Ordnung haben. Osmium. Hier haben wir auch noch Wasser. Da können wir auch schon einen eigenen Schrank für machen, ne? Hier haben wir nirgendwo mehr Algen, oder? Naja, ich kenne mich ja, ne? Ich wühle ja alles irgendwo rein. Ja. Hm. Stoffe, ich könnte mal ein Bett bauen, oder? Einfach mal just for fun. Ich brauche noch einen ganzen Schrank für Wasser. Einfach mal einen Wasserschrank machen, ne? Wieso habe ich denn jetzt Bohnensamen? Hm. Zum Essen oder was?
So. Einen ganzen Schrank nur für Wasser. Und ein Bett will ich mir bauen. das Bett kommt hier zwischen. Hier. Ein Doppelbett, ne? 2, 4, 6 Stoffe und ein Eisen. Die können hier mal raus. Osmium da rein. Dann tauschen wir hier mal 1, 2, 3, 4 gegen 1 und einen teste ich mal kurz. Keine Blaupausen zu entwickeln. So. Jetzt haben wir 2, 4, 6. Und ein Eisen, habe ich gesagt. Ne? Zack, zack. So, ein Doppelbett. So ein bisschen Subnautica-Feeling hier aufkommen lassen, ne? Ja. Schön neben der Heizung pennen. Na, ist auch nicht so schön. Dann lieber hier. Neben der Heizung ist jetzt nicht so dolle, ne? Ich weiß zwar nicht, wofür das Bett überhaupt toll ist. Subnautica kann man da wenigstens drin pennen. Hier geht's nicht, ne? Sieht nur hübsch aus. Ja. Sieht wirklich nur hübsch aus. Vielleicht kommt ja noch mal was. Die sind noch nicht fertig, ne? Nö. Okay. Biomasse-Rakete. Wollen wir noch mal gucken? Was wir mit der noch, was wir für die noch brauchen. Da würde ich gerne mal gucken. So, was brauchen wir denn da? Biomasse. Baumrinde, Lirmasamen, Dünger und Superlegierung. Superlegierung und hier diesen, sag schnell, also Baumrinde habe ich, glaube ich, hier, ne, einmal und Lirmasamen, ja, hier, die brauche ich noch für Dünger. So, und ich wollte noch einen Schrank für Wasser gebaut haben, ne? Drei Eisen brauchen wir nochmal. So, der Schrank steht jetzt wenigstens richtig rum. So, genau. Das Wasser alle mit da rein. So, jetzt brauche ich ein Raketentriebwerk. Brauchte ich da noch für einen Iridiumstab, 2 Uran. 2 Uran kann ich, glaube ich, so gerade eben mit dienen, ne? Nee. Uran. Das Wasser hier mal raus. Das Uran. Nehmen wir mit nach hier. Muss auch mal wieder eine Uranrakete hochschicken. Was war das noch? Eine Superlegierung und ein Iridiumstab. 2, 4, 6, 7. Ja, dann, wie sieht's aus? Pack das Wasser mal eben weg. Pack auch das Uran noch mal eben weg und dann packen wir erstmal einmal schön voll mit Dings. Wasser. Da. Einmal schön voll gepackt mit Iridium. So, rüber zur Iridiumhöhle. Einmal in den Bohrer geguckt. Ja, vermutlich hole ich da auch alles raus. Bohrer. Dings da, ne? Wie heißt der Gerät? Erzextraktor. Ja, da müssen wir mal wieder ein bisschen erkunden hier, ne? Weiß ja auch noch nicht alles. Hier gibt es ja auch jetzt dieses neue Biom. Irgendein Meteoritenkrater. Das will ich mir auf jeden Fall noch angucken. Dann gibt es noch neue Höhlen. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Hier hat sonst. Da ist noch ein bisschen Rot am Leuchten. So, das sowieso alles mit.
Ja, aber damit er hier ein neues rausholt, muss ich das alte auch mal recht tun, ne? Ja, komm, dann nimm jetzt den Rest Iridium mit und gut ist. Was du noch so findest, ne? Weil irgendwie spawnt hier ja auch nicht unbedingt was nach. Ja, zur Not können wir noch eine Iridium-Rakete losschicken. Achso, ich wollte immer noch gucken, wann ich diesen Erzreaktor 2 bauen kann, ne? Ja, er wird auch mal Zeit, damit wir Osmium dann noch... Eine goldene Kiste, yeah! Ist doch Gold, oder? Jo! Cool! Aber der Stuff da drin ist jetzt nicht so cool. So, trink dann Wasser, ess das Essen. Böhnchen haben wir. Ah, kommen dann noch irgendwie zwei Silizium hier und gutes. Wohl habe ich nicht eine Kiste da vorne. Dann pack noch mal eben ein bisschen was raus. Dann kann ich mich hier echt auf Iridium konzentrieren. Zur Not gibt es hier halt jetzt eine Kiste. So. Das sieht gut aus. Natürlich nicht. So, das kann alles weg. Obwohl, Silizium behalten wir. Da habe ich, glaube ich, gerade noch ein bisschen Mangelware. Das auf gar keinen Fall. Uran nehme ich auch mal mit. Ja, die Samen hier lasse ich erstmal hier. Das. Die Superlegierung behalte ich auch. Gut. Achso, ist schon wieder voll. Okay. Dann wollen wir nochmal hier rein und nochmal das restliche Iridium raussuchen. So, wenn wir hier noch was finden, ne? Heißt das ja. Sieht irgendwie gerade ein bisschen mager aus mit Iridium. Hier ist noch eine Kiste. Ist die auch Gold? Noch eine goldene Kiste. Ja, kommt Platz drin. Aluminium wollte ich jetzt eigentlich auch nicht nehmen. Eigentlich war meine Intention hier das Zeugs hier. Aber man muss so genau gucken. Ich könnte mir vorstellen, an den Höhlenwänden wird das Zeugs nicht nicht nachspawnen. Dafür hast du dann den Extraktor, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, eigentlich haben wir reichlich. Aber nimm mal so viel mit, wie du kriegen kannst. Schadet nicht. Jetzt gehen wir nochmal da hinten gucken. Da ist noch eins. Sehr gut. Hier wäre noch das da oben haben wir jetzt. Ja. Aber hier draußen liegt auch nichts rum davon, ne? Nö. Dann nehmen wir mal ein bisschen Alu mit. Was haben wir hier? Schwefel. Schwefel. Also wer es weiß, kann das ja auch hier mal sagen. Gibt es hier bei den Sandfällen da hinten eine goldene Kiste? Oder muss ich nur hier irgendwo in dem Gebiet suchen? Also in dieser Iridiumhöhle gab es jetzt zwei goldene Kisten. Was ist das? Ah, die kenne ich ja auch noch gar nicht hier. Ja doch, die kenne ich schon. Da waren wir ja letztes Mal noch drin. Ja, das ist direkt hier quasi neben der Iridiumhöhle. Ach nee, hier sind wir. Hä? Kann das passen? Ja. Warum nicht, ne? So. Gucken wir mal, hier wird es wohl kein Iridium drin geben. Nee. Also ab nach Hause. Ja, hier habe ich mir letztes Mal ordentlich wehgetan, als ich mit dem Ding hier abgestürzt bin.
Guck mal, was hier alles noch liegt, ey. Wahnsinn. Okay. So, guck mal hier, die Blumensteuer sind auch schon voll im Einsatz. Guck mal hier schön die weißen Blümchen. Müsste ich hier jetzt mal gucken mit den blauen Blumen. Ach, hier. Zack. Man da später noch was von abpflanzen kann. So. Jetzt können wir hier noch mal gucken. Gut. Da sind noch mal ein paar Algen. Die brauchen wir ja genauso zur Genüge, ne? Hier vorne gibt es auch noch mal nicht so viele, aber war auch doch noch mehr als ich jetzt gerade gedacht hätte. Oh, Inventar ist voll. Na gut, dann lassen wir sie hier. ja. So, weswegen war ich auf Sammlung? Ach so, ja, Iridiumstab. Kannst du direkt machen. Zack. So, dann hier. Das brauchen wir, das brauchen wir. Und ein Uran. Und das Gerät, ne? Dann lass mal den Rest hier rausräumen. Schwefel auch wieder. Alu. Wasser brauche ich, glaube ich, 3 Stück dafür, ne? Für die Biomasse-Rakete? Ich weiß es gerade nicht. Brauchte ich Wasser dafür? Algen an Dünger brauchte ich auf jeden Fall. Ja. Einmal. Zack. Zweimal. Zack. Ein Dünger brauchte ich. Wo war denn hier jetzt der Ausgang? Da. So. Einmal gedüngt hier. Schwabup. Nein, Schwefel. Schwefel vergessen. So, hier Schwefel. Zack. Und dann machen wir die Biomasse mal größer hier. Damit wir bald den Baumsamenpflanzer kriegen. So, eben gucken, ob ich jetzt wirklich alles habe oder was mir noch fehlt. 2 Superlegierungen, okay. Kein Thema. Ach Quatsch, falscher Schrank. Hier, Alu. Sehr gut, dann weg. Dann gibt es heute noch mal eine Rakete. Gerade noch so, ne? Ach man, manchmal klappt es auch nicht so. So cool, wie ich das letzte Mal hatte. So. Bam. Schieß ab, das Gerät. Jo. Hammer. So. Jetzt wollte ich noch mal eben gucken, was ich für diesen Dings brauche. Was haben wir denn hier? Für das nächste Gerät hier. Gasextraktor brauche ich 100 MPa. Du ahnst es nicht. Ja, dafür wollte ich ja. Ach, du ahnst es nicht. Wir müssen den Bohrer bauen. Und einen 4er Bohrer kann ich bauen. Nicht nur einen. So. Bohrer 4. Da. Legierungen. 6 Stück. Und 3 Osmium. Haben wir das jetzt? Osmium? Ne, Algen. Dann hier. Osmium.
3 Stück, habe ich gesagt. Ne? Weil so viel Superlegierung habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Dann müssen wir doch noch mal ein bisschen sammeln gehen, wa? 3, 4, 5, 6. Haben wir schon mal einen Bohrer. Stufe 4. Nee, ich bin da. Da hinten. Da so. Na, ah, komm, hier vorne. Hier. Superbohrer, wo bist du? Da. Wow. Ja, und der sieht gut aus. Der macht auch keinen Krach. Ein bisschen, ne? Oh. Upp. Ja, sieht cool aus. Ah, der wirbelt zu viel Staub auf. So, dann gucken wir mal kurz. Ja, Zeit ist auch rum. Die Folge ist wieder vorbei. Haben wir ordentlich was geschafft heute. Wir haben die Sandfälle, doch die Höhle nochmal gefunden. Wir haben Iridium gesammelt. Wir haben den Bohrer gebaut. Wir haben Dünger gebaut. Die Biomasse-Rakete. Ein paar Blumenstreuer gemacht. Boah, doch ein sehr erfolgreiches Unterfangen heute. Absolut. So, was sagt denn die Biomasse jetzt? Einmal checken. 3,8 Tonnen. Boah. Warte mal, und was kriegen wir bei 3,8 Tonnen? Ach so. Den gibt es bei 3,484 Tonnen, ne? Nee. Da, 35 Tonnen. Den Nahrungszüchter 2. Oh, das dauert noch ein bisschen. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und ja, wenn euch die Runde heute gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir auch gerne eure Kommentare da, freue ich mich jedes Mal drüber, auch wegen der goldenen Kiste da bei den Megasandfällen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, bis dahin, ciao.